Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme/Ausgabe von Minecraft Let's Game. Die Musik läuft perfekt, das wollte ich halt gerade hören. Das ist eigentlich doof, wieso ich da so höre, weil ich habe halt eigentlich Kopfhörer an. So, auf jeden Fall. Ja, bei der letzten Folge, beziehungsweise bei der dritten, hundertsten Folge, ihr wisst Bescheid, waren wir in der Höhle, aber, da habe ich auf dem Server gespielt und jetzt sind wir wieder zurück in unserer. Also auf der normalen Welt, bla bla bla, dies, das, anders. Wir müssen jetzt erstmal dahin laufen, wo das halt eben war. So, dafür müssen wir halt eben die Sachen alle rauslegen, um da halt eben hinzukommen. Wobei ich weiß aber nicht, ob das wirklich die Welt ist, beziehungsweise ob eben alles gut funktioniert hat. Also so wie es aussah, ist es halt eigentlich so die richtige Map, die richtige Welt, hast du nicht gesehen. Nur halt eben, das Ding ist halt, wenn man auf den Server kommt, hast du nicht gesehen, dann ist man auf einem anderen Platz und bla bla bla, blub, dies, das, anderes. So, auf jeden Fall, dann noch ein weiterer Punkt. Ja, zum Beispiel die Tür ist auch auf, ich denke, das ist nicht passiert. Beziehungsweise ich kann das am Eisen sehen, ob eben das Eisen fehlt. Fehlt hier Eisen? Ja, das Eisen fehlt, das heißt, ich habe hier gespielt. So, diese Aufnahme wird ein bisschen kürzer, beziehungsweise das heißt ein bisschen kürzer, nur eine Folge, weil sonst passt es bei mir einfach zeitlich alles nicht hin und hast nicht gesehen. Deswegen mache ich jetzt eine einzelne Folge Aufnahme. So, das ist das Ding, gleich laufen wir hin. Auf jeden Fall, vielleicht kommen wir direkt zum ersten Thema. Und zwar eben Corona schlägt zurück und da denkt man sich so, bra, wieso sollte denn Corona jetzt irgendwie zurückschlagen? Alles ist doch gut, die Intensivbetten sind nicht überfüllt, hast nicht gesehen. Alles ist perfekt. Aber, wenn man sich das so alles anschaut, die Symptome, also diese, ich nenne es mal diese Corona-Symptome, die man in den Läden auch so mehr oder weniger bemerkt hat beim letzten Mal, waren ja zum Beispiel, dass eben Toilettenpapier ausverkauft war. Ja, und dann habe ich halt schon mitbekommen, ich denke, das war auf Jodel oder so, da haben die Leute geschrieben, krass, ich habe schon zwei Hacken, okay. Ach, ja, ich habe ja letztes Mal auch eine rausgelegt. Das heißt, ich cheate hier sogar ein bisschen, ich cheate ein paar Sachen hier. Ja, da haben, denke ich, einige auf Jodel schon geschrieben, dass halt eben Dingens ausverkauft war. Toilettenpapier in einigen Läden und das war ja letztes Mal auch ein Symptom eben für Corona, dass halt eben das Toilettenpapier einfach so ausverkauft war. Und ja, und da habe ich auch gelesen, einige hatten Probleme, mussten keine Ahnung mit was abwischen, hast nicht gesehen. Wobei man das nicht leckeres Thema, sich den Arsch auch abwaschen kann. Aber ja, kann man halt auch im Notfall machen. Ich denke, das alles nehme ich mit. Glas kann ich noch rauslegen. Dann können wir gleich losgehen. So, dann. Wieso ich das jetzt anspreche? Weil ich habe einen Artikel gelesen und dort stand einfach eben, dass Tiefkühlpizzen, ja, dass die halt eben alle ausverkauft werden. So, ich habe hier die Koordinaten bei mir. Ich gucke kurz. Dann mache ich das mir kurz auf. Und gucken, wo wir hin müssen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Also die minus, gut. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen hier in diese Richtung laufen und dann sind wir auch fast gleich da. So, ja, dass halt eben die Tiefkühlpizzen ausverkauft werden, beziehungsweise nicht mehr so richtig vorrätig sind, hast du nicht gesehen. Und dass die Leute jetzt auf die Tiefkühlpizzen Jagd machen. Davor waren es Nudeln, jetzt die Tiefkühlpizzen, weil die so gemerkt haben, ja, Nudeln zu fressen ist jetzt nicht so geil. Wir wollen ein bisschen Abwechslung, unsere Nudelvorräte sind alle voll und wir müssen unsere Gier des, keine Ahnung was, stillen und da, wir haben noch die Tiefkühltruhe, die noch nicht komplett voll ist, dann kaufen wir uns hier Tiefkühlpizzen, ja, denken die sich safe, die Leute, ja, und lagern die das halt eben und ja, generell essen wir viermal mehr von Tiefkühlpizzen als vor 30 Jahren. Also das ist jetzt eine allgemeine Statistik. Ich denke, das ist jetzt nicht speziell auf eben diese Corona-Zeit bezogen. Also zum Beispiel haben wir 3 im Jahr gegessen vor 30 Jahren und jetzt essen wir einfach knapp 13 Stück pro Jahr. Ja, hier geht's runter. Ja. Ich will jetzt zu den Sachen runter. Ich muss mich gleich runterbauen. Ich habe mir die Koordinaten gemerkt. Ja, und das ist halt schon. Ja, also wenn man so bedenkt, 13 Pizzen im Jahr, wenn ich mir das so überlege, es ist eigentlich gar nicht so viel. Das heißt, pro Monat eine Tiefkühlpizza. Ich denke mir so, Bro, das esse ich in einem Monat. Also ganz ehrlich. Wer isst bitte so wenige Tiefkühlpizzen? Oh mein Gott, er sagt nicht, dass es hier.
Da drin. Ja, ich muss ja auch die 271er muss ich auch hin. Ah, scheiße. Ja, geil, das ist im Berg oder so. Ich muss mich gleich in den Berg runterbauen. Perfekt. Perfekt, ich habe schon gar keinen Bock mehr. Ja, und was gab es da eigentlich noch dazu? Ja, und also es werden halt eben mehr Tiefkühlpizzen in den Supermärkten eben verkauft, aber dafür sinkt halt eben der Verkauf eben in der Gastronomie. Und zum Beispiel irgendwie Ausbildungsplätze oder keine Ahnung, was hast du nicht gesehen? Also da stand das zumindest. Die verkaufen halt eben, also bei der Ausbildungsplatzverpflegung eben weniger Tiefkühlpizza. Aber wenn ich mir auch so überlege, bei irgendwie Ausbildungsplätzen, Tiefkühlpizza, ich hoffe, hier ist keine Lava. Ich bin auch so, okay, wird sowas gemacht? Also Gastronomie kann ich verstehen, dass da eben weniger verkauft wird, weil halt eben, ja, also auch wenn man so überlegt, bei der Gastronomie, also Tiefkühlpizzen, normalerweise, wenn man so zum Beispiel Domino's geht oder hast nicht gesehen, noch 25 Blöcke ungefähr. Ja, da denkt man sich so, ja, die Pizzen werden doch alle frisch gemacht oder sind da etwa Tiefkühlpizzen am Start und ja, voller Müll wäre das dann. Hast nicht gesehen. Ah, okay, hier ist was anderes. Hier ist Krawel, kann das sein? Ja. Ja, aber dann bei irgendwelchen Ausbildungsplätzen auch. Scheiße. Ja, da sind wir. Da sind wir. Aber wir sind nicht tief genug. Wir müssen weiter graben. Wir müssen weiter graben. Weil unten ist. Okay. Aha, da haben wir es. Wir sind angekommen. Oh, wir sind. Okay, wir sind auf der perfekten Höhe, wo wir auch eigentlich hin wollten. Da haben wir die Kiste. Hier ist auf jeden Fall übrigens ein Hochgang. Das heißt, wenn wir irgendwie hoch wollen, können wir uns hier einfach hochbauen. Hast nicht gesehen. Auf jeden Fall alles. Flotti, Karotti, hast nicht gesehen. Ich wechsle mal hier die Weinschienen. Das sind doch die Sachen von der Betty halt eben von der 100. Folge. Übrigens, die Folge nehme ich auf. Vor dem, dass ich die eure Reaktion auf die 100. Folgen mitbekommen habe. Deswegen, also ich weiß nicht, ich hoffe, es gibt irgendwelche Reaktionen, ich hoffe auch positive Reaktionen, aber ich nehme halt eben diese Folge auf, bevor ich das halt eben alles mitbekomme, weil, wie gesagt, das passt bei mir alles so zeittechnisch sonst nicht hin. So, das nehme ich mit. Ja, Rüstung. Ja, ich könnte meinen Helm eigentlich wechseln. Also das könnte ich auch wechseln. Ich denke, ich lasse die restlichen Sachen einfach hier, die ich eben nicht so nötig habe. Die Pfeile kann ich mitnehmen. Ich habe gar kein Holz mitgenommen. Oh, gut, dass ich jetzt Holz hier gefunden habe. Sieht gut aus. So, sieht gut aus. So, dann, und das ist halt eben, wieso Corona eben zurückschlägt, weil halt eben, ja. Toilettenpapier und hast nicht gesehen, alles ausgeht. Vielleicht kann sich der ein oder andere daran noch erinnern. So! Diamanten! Diamanten! Ha! Instant Diamanten, Leute. Instant Diamanten. Easy GG. So, auf jeden Fall. Nächstes Thema. Und zwar in China geht das größte Solarkraftwerk Chinas ans Netz. Also in China geht das größte Kraftwerk in China ans Netz. Also ihr versteht. Ja, nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wieso ich mich jetzt mal erstmal in diese Richtung hier irgendwie baue, aber ich mache es einfach. Ja, damit ich halt eben sehe, dass es hier nicht weit. Oder nee, da war nur Lava. So, dann bauen wir vielleicht hier ein bisschen Redstone ab. Dann können wir das machen. So, auf jeden Fall das größte Kraftwerk. Und also die Chinesen bauen sehr stark, also sehr ausgiebig eben viel Solar, weil die halt eben bis 2060 kohlendioxidneutral sein wollen, also CO2-neutral. Ja, Kohlendioxid. Genau. Ja, und dieses Kraftwerk wurde eben oder ist eben ans Netz gegangen in der Provinz Qinghai. Also mit Q am Anfang. Qin oder Qiyun, keine Ahnung, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall in der Qinghai im Westen ist das. Die Provinz ist im Westen. Und die hat eine Leistung, also dieses Solarkraftwerk von eben 2,2 Gigawatt. Also ich habe jetzt mich jetzt nicht irgendwie krass informiert, wie viel das eben ist, aber wenn man so, so sich überlegt, ein PC verbraucht, sagen wir mal, 500 Watt. So, Kilowatt ist 1000 Watt. Okay, ich habe noch eine Spitzhacke. Ja, das heißt Kilowatt und danach kommen Megawatt. Und die macht Gigawatt. Das heißt, das macht
2 Milliarden Watt oder so. Und wenn man so bedenkt, ist schon solide, schon solide. Das kann bestimmt 100.000 von, keine Ahnung was, Häusern befeuern, nenne ich es mal so. Also auf jeden Fall schon mal ziemlich fett. Und ja, das kommt halt dann direkt ans Netz. Also der Strom kommt direkt ans Netz. Oder diese Energie kann halt eben auch dort gespeichert werden. Dort gibt es halt eben auch Energiespeicher, weil halt eben bei Solar ohne irgendwie Akkus oder hast nicht gesehen, ist halt eben schwierig. Weil tagsüber lädst du auf und hast nicht gesehen und dann nachts brauchst du da halt teilweise so die Energie und dann. Ich hieß Lava? Nein, oh, kein Lava, perfekt. Ja, deswegen gibt es halt eben auch eben diese Speicher. Und diese Speicher sind halt eben für 203 Megawattstunden ausgelegt. Und das weiß ich nicht, wie viel, weil das ist, also Batterien sind in einer anderen Angabe nicht irgendwie in Watt, sondern irgendwie in, ah doch, Megawattstunden. Das heißt pro Stunde, ja, okay. So wird das halt eben angegeben. Der Strom in so Akkus und wenn man so bedenkt, also das heißt pro, also in einer Stunde, nee, also dieses Ding kann 2,2 Gigawatt herstellen. Das heißt, wenn man das umrechnet, also dieses 203, das heißt 2,2 durch 0,2, boah, keine Ahnung, sind 10, 20, das heißt in 10 Minuten oder so. Nee, 3 Minuten lädt diese Solarstation eben, wie heißt es? Ja, den Akkuspeicher auf. In 3 Minuten oder bin ich doof? Keine Ahnung. Also ich denke, ich bin doof. Aber wenn es in 3 Minuten aufladen würde, dann wäre ja dieser Akkuspeicher eigentlich echt nutzlos. Also ganz ehrlich. Das wäre vielleicht für so einen kleinen Notfall. Mehr oder mehr auch nicht. Dass dann sozusagen die Kohlekraftwerke. Hey, gibt es hier keine Ressourcen? Gibt es hier keine Ressourcen mehr? Ist ja schon Ende. Kann das sein? Ich denke schon, da ging es nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Ich denke, das war echt Ende. Ende im Gelände. Katastrophe. Ich sollte eigentlich Wassereimer mitnehmen. Übrigens, ich baue da, denke ich, ein bisschen um die Diamanten da herum. Vielleicht gibt es ein paar mehr Diamanten. So! Wir waren aber da immer noch eigentlich dran. An dem Dingens. Oh, ich muss kurz was gucken. Plopp. So, perfekt. So, und was haben wir noch? Und das kostet und die Kosten für dieses Ding da waren halt eben 1,9 Milliarden Euro. Und wenn man so überlegt, also ich weiß nicht, ich denke, diese Station ist ziemlich groß. Also, wenn es auch schon die größte in China ist, ich erzähle euch gleich ein bisschen mehr zu der Größe, auch im Weltvergleich. Ja, dann sind 1,9 Milliarden doch eigentlich gar nicht so teuer. Also ich weiß es gar nicht, wie teuer so ein Kohlekraftwerk ist. Also im Vergleich dazu, verdammt, wie kommt man hier? Ah, hier kommt man hoch. Deswegen, also ich kenne halt eben nicht die Relation dazu. Das ist halt eben das Problem. Schnarchschwert kann ich zum Beispiel austauschen. Ja, den Rest brauche ich eigentlich gar nicht. So. Hä, ich habe so wenige Ressourcen. Der ganze Höhlengang war ja fast useless. Katastrophe. Also kaum was an Ressourcen hier besorgt und alles verbraucht hier für Elias und hast nicht gesehen. Katastrophe, Katastrophe. Katastrophal. Ah, ich habe doch falsch Eisen. So, ja, und das ist halt eben das zweitgrößte Werk eben auf der Welt. Und das größte steht in Indien in Rajasthan. Denke ich mir auch so, bra, was sind das bitte für Namen? Also ganz ehrlich. Ich hoffe, ich habe es nicht komplett. Katastrophal ausgesprochen, da geht's weiter. Ich baue bei, denke ich, die Kohle hier ab erstmal. Ja, und dieses liefert 2,245 Gigawatt. Das heißt, das in China liefert einfach nur 0,045 Gigawatt weniger. Also kaum weniger. Das heißt, es ist halt sozusagen auch einfach eigentlich so das größte Werk, so mehr oder weniger. Also ja, also die größten Werke, so mehr oder weniger. Und das kleinere danach in China ist in Ningxia, in der Provinz Ningxia. Bro, die Namen sind Katastrophe. Also ich denke mir so, bra. Und das liefert 1,547 Gigawatt. Also schon, das liefert schon ein großes Stückchen weniger an Strom und an Leistung, hast du nicht gesehen. Aber ich finde, das ist, also ich weiß, ich kenne halt eben nicht die Relation, aber ich denke, das liefert immer trotzdem noch viel, weil wenn man schon Giga hört, dann ist es dann Giga. Das ist nicht Mega, das ist Giga.
Versteht ihr? Das ist giga. Einfach krass. Einfach giga krass. Und deswegen, ja. Und, ja, also die Arbeiten haben nicht einmal ein Jahr gedauert. Halt in China, da wird alles extrem schnell gebaut. Ich habe da zum Beispiel auch so, nicht unbedingt Meme gesehen, aber zum Beispiel so ein Video, da haben die so eine Straße gezeigt in China, die ist einfach eingestürzt. Die ist einfach eingestürzt. Und da war eine Straße und dann fährt ein Motorrad, stürzt die Straße ein, der Mopedfahrer mit, oder ja, Moped war das, einfach mit da einfach runter. Und da denkt man, das stürzt einfach so. Da denke ich, hier in Deutschland denkt man sich so, bra, wie kann bitte eine Straße einfach einstürzen? Also, das ist nicht eine Brücke, das ist eine normale Straße und die ist einfach eingestürzt. Da denke ich mir so, bra, was geht ab? Also, das ist echt eine Katastrophe, so mehr oder weniger. Und das ist halt in nicht einmal einem Jahr gebaut worden. Also, die haben halt letztes Jahr im November angefangen und jetzt halt im September sind die damit fertig geworden. Also, 11 Monate, keine Ahnung. Was haben die angefangen? Ah, nee, 10 Monate. In 10 Monaten sind sie damit halt eben fertig geworden und der Speicher wurde halt in 4 Monaten aufgebaut. Hätten die Tesla angerufen, hätte der Musk den das schneller gemacht, den Speicher. Ich frage mich, von welcher Firma der Speicher ist. Das ist auch. Also alles, was nicht Tesla ist, ist Schmutz. Wie ihr es vielleicht in der 100. Folge, 100. 3 Folgen mitbekommen habt. So, ja. Und das Kraftwerk soll halt eben an die dicht besiedelte Provinz im Osten, also den Strom transportieren, also die ist im Westen. Also von links nach rechts soll es halt eben den Strom transportieren. Also ich denke mal durch ganz China soll es so eine fette Stromleitung da verlegt werden. Und halt eben dann den Strom dahin transportieren. Die Leitung soll übrigens, also das, die nennen dann Trassen. Stromtrasse oder so und ja, die also die ist halt noch im Bau und die soll 1600 Kilometer lang sein und das soll halt eben von links nach rechts durch China eben, also ins dicht besiedelte, in den dicht besiedelten Osten eben den Strom transportieren. Ich frage mich, wieso die einfach so eine Blume ist. Ja, und das hat halt China mehr oder weniger sehr, sehr nötig, weil bei denen, also so wie ich das mitbekommen habe, das ist aber auch nicht nur in China, generell in diesen Entwicklungsländern gibt es halt eben so, ja, wirklich, das nennt man Smog. Da kannst du wirklich nicht atmen. Die tragen teilweise auch wirklich nicht, weil wegen Corona oder sonstigen, einfach Atemschutzmasken auf der Straße, weil eben halt diese Luft so krass verpestet ist. Und damit sie überhaupt irgendwie atmen können, müssen sie halt eben irgendwie tragen, wie irgendwie diese FFP2-Masken, hast du nicht gesehen, die halt eben zumindest die Luft ein bisschen filtern und dann nicht so viel Staub und hast nicht gesehen, alles rein, was reingeht, weil wenn man die ganze diesen Müll einatmet, dann ja, ist deine Lunge mit 30 Schmutz, kannst du vergessen, kannst direkt einpacken. Ja, und das ist halt eben, ja, und das ist halt dadurch verschuldet, dass sie sehr viele Kohlekraftwerke haben. Kohlekraftwerke, ich denke mal, die sind halt wirklich sehr günstig. Und Kohle ist halt, da geht's runter, sehr, sehr leicht in der Handhabung. Machst einfach Kohle rein, erhitzt ein bisschen Wasser, hast du Strom. Das, also die Technik ist sehr, sehr leicht, aber die verpestet halt eben die Umwelt sehr, 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 sehr stark. Und China hat halt eben sehr stark darauf gesetzt, beziehungsweise auch auf irgendwie Öl, hast du nicht gesehen. Weil die halt eben in kürzester Zeit wirklich sehr stark gestiegen sind, dadurch halt auch automatisch der Energiehunger, Stromhunger hast nicht gesehen. Und ja, dadurch mussten die halt eben, ja, da haben die halt eben kurzfristig, nenne ich es mal so, oder mittelfristig eben auf die Umwelt einen Fick gegeben. Ja, und jetzt mittlerweile merken die so, hey, yo, auf lange Sicht gesehen, kackt unser Land ab. Wir müssen mal hier was damit unternehmen, beziehungsweise ich denke mal, die Menschen denken sich so, yo, wir sind eigentlich rich, wir brauchen gar nicht so viel Geld. Wir bräuchten eigentlich hier, ja, bessere Lebensbedingungen. Und ab irgendeinem Punkt verbessert nicht das Geld die Lebensbedingungen, sondern die Lebensbedingungen, in denen halt eben die Chinesen leben, verbessern denen sozusagen das Leben. Und das hat halt eben mit der Umwelt zu tun, hast nicht gesehen, also jetzt achten die darauf eben ein bisschen mehr. So, und da ist halt eben das Ding, wieso die halt eben sehr, sehr stark und speziell so schnell eben diese Kraftwerke bauen. Mal gucken, wie lange das hält, nicht, dass es auch so einstürzt wie deren Straße, hast nicht gesehen, aber das kann es halt eben sein. Ja,
Und das ist halt eben so eine kleine Erklärung, wieso die das halt eben so gebaut haben, wieso die halt eben, ja, das alles eben machen. In Indien ist, denke ich, dasselbe Problem vorhanden. Deswegen haben die auch so ein großes Solarkraftwerk alles bei sich da so hingebaut. So, auf jeden Fall, ja, diesmal eine kurze Aufnahme. Ja, ich würde sagen, dann mit diesen Worten beende ich auch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss.